Hallo, du wundervoller Mensch, und herzlich willkommen beim Seelenschokoladen-Podcast. Mein Name ist Julia Kolella. Ich bin Wirtschaftspsychologin, Hypnosetherapeutin und Glücksforscherin. Dieser Podcast ist für feinfühlige Menschen, die ein glückliches und erfülltes Leben in Balance führen wollen. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, was ich immer wieder bei meinen Klienten höre. Und zwar um das Thema, es allen recht machen zu wollen. Du möchtest es allen gerne recht machen, deinem ganzen Umfeld, allen Menschen um dich herum und dabei kommst du selbst manchmal zu kurz. Zudem machst du dir auch noch eine Menge Gedanken. Dann ist diese Podcast-Folge heute genau das Richtige für dich, denn heute werde ich darüber sprechen, warum du es anderen immer recht machen möchtest, was dich das persönlich kostet und was du tun kannst, um aus dieser Schleife herauszukommen. Dieses Thema ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil es auch zentral mit unserem Selbstwert zusammenhängt. Zum einen, wenn du es allen recht machst, schadest du deinem Selbstwert, du verlierst an Respekt dir selbst gegenüber und manchmal verlieren sogar Menschen den Respekt vor dir, weil du es ihnen ja sowieso recht machst, du verbiegst dich für die anderen. Und in meinen Coachings sind so alle Themen, die sich um Dein starkes Selbstkreisen ganz zentral. Du sollst ein ganz starkes Selbstwertgefühl haben, um stark in deinem Leben zu stehen, auch als sensibler Mensch, um deinen Wert zu erkennen, um für dich einzustehen und in deiner vollen Kraft heraus zu strahlen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude mit dieser heutigen Podcast-Folge. Du darfst dich jetzt zurücklehnen und die Schokolade für die Seele genießen. Vielleicht denkst du dir jetzt gerade so, Irgendwas ist heute anders. Irgendwie andere Musik. Bin ich noch im richtigen Podcast? Ja, du bist im richtigen Podcast. Du bist im Seelenschokoladen-Podcast. Das ist meine neue Musikmarke. Ich habe die komponieren lassen. Ähm, Einfach so aus der Laune heraus habe ich da mal investiert in einen ganz tollen äh, Komponisten, der diese Musikmarke für mich kreiert hat. Wir haben da lange dran rumgebastelt. Ich habe da so, so diese Bali-Vibes mit reingenommen, die mich inspiriert haben. Aber auch diese Freude, die ich immer am Morgen habe, aufzustehen und zu sagen, boah, heute helfe ich wieder meinen Klienten kraftvoll ihr Leben zu leben, glücklich am Ende des Tages zu sein und die Welt wieder ein Stückchen besser zu machen. Tatsächlich ist das so ein unglaublicher Antreiber und so eine wahnsinnig schöne Motivation, die dieses Musikstück auch ähm, ja, mit ausdrücken soll. Mit der neuen Musik und dieser neuen Musikmarke haben wir jetzt ja auch so einen kleinen Podcast-Relaunch. Und ich habe mir gedacht, ich mache mit euch ein Gewinnspiel und gebe. Somit auch etwas zurück und mache dir jetzt in dieser Weihnachtszeit. Noch mal eine ganz besondere Freude. Und zwar kannst du von mir drei Online-Glücksseminarpakete im Wert von jeweils 99 Euro gewinnen, zweimal ein Einzel-Coaching bei mir im Wert von 350 Euro und einmal verlose ich exklusiv mein viermonatiges Coaching-Paket mit exklusiver Begleitung um selbstbewusst. Glücklich und erfolgreich dein Ziel zu erreichen. Und das Ganze hat einen Wert von 2400 Euro. Das Ganze läuft bis zum 31.12., also bis zu dem Tag, wo Silvester ist. Dort werde ich die Gewinner, die Glücklichen, ähm, ja, direkt kontaktieren. Und du kannst dich schon mal riesig darauf freuen, weil das sind ja jede Menge äh, Preise und die Wahrscheinlichkeit liegt hoch, dass du dabei sein wirst. Und dafür musst du nur drei kleine Dinge tun. Und zwar bis zum 31.12. diesen Podcast abonnieren, wenn du das nicht vielleicht sogar schon getan hast. Diesen Podcast mit fünf Sternchen bewerten und mir eine Liebe Bewertung schreiben. Was dir hier am besten gefällt, sind es die Meditationen. Sind es die Gespräche mit anderen Leuten oder meine Solo-Folgen, ein spezielles Thema oder eine spezielle Art und Weise, wie ich das hier mache? Und Mitglied in meiner Seelenschokolade-Gruppe, sensibel, stark und selbstwertvoll werden. Und dann bist du dabei und ich freue mich, dich dann vielleicht in meinen Einzelcoachings oder sogar in meiner viermonatigen Begleitung persönlich unterstützen zu können, deine Ziele zu erreichen und glücklich und erfolgreich zu sein. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und es ist gerade sehr, sehr früh. Es ist gerade 6 Uhr morgens. Es ist noch stockdunkel draußen. Mein äh, lieber Freund ist ungefähr vor einer halben Stunde zur Arbeit gefahren. Er gehört zu den äh, vielen Menschen, die sehr früh aufstehen, um zur Arbeit zu gehen. Und ich denke mir dann immer, ach, ist das schön, dass ich zu Hause bleiben kann und darf. <laughs> um für euch äh, eine Podcast Folge aufzunehmen und über die Themen zu sprechen, die äh, mir am Herzen liegen, die dir am Herzen liegen, die dich beschäftigen, sonst wärst du wahrscheinlich nicht hier und die viele meiner Klienten beschäftigen. Und ich bin gerade so dankbar und geehrt, dafür ganz viele neue Klienten gewonnen zu haben, jetzt am Ende des Jahres noch mal. Ich habe das Gefühl, bei mir hat sich so so viel dieses Jahr transformiert. Ich bin noch mal so viel mehr ich selbst geworden, noch mal so viel mehr Klarheit und auch so eine ganz klare Energie für Transformation, was natürlich auch meinen Klienten einfach unglaublich dient, ihre Ziele zu erreichen. Wir sind in den Coaching-Sitzungen immer sehr zielgerichtet auf deine persönlichen Wünsche und Ziele, dass du die auch erreichst. Und ich arbeite mit meinen Klienten ja meistens vier Monate und länger zusammen, denn es braucht eine Weile wirklich Veränderungen tief sickern zu lassen und die auch nachhaltig zu halten. Weil es betrifft ja ganz oft verschiedenste Schichten. Manche kommen zum Beispiel im Bereich Business Coaching, aber es hat auch immer irgendwie was mit dem Privatleben zu tun. Dann kommen manche wegen privaten Themen, aber auch das wirkt sich dann auf unser Berufsleben aus. Zum Beispiel beim Thema mangelnder Selbstwert, der sich zum Beispiel auch darin zeigt, kann, dass man es allen recht machen möchte, der wirkt sich ja nicht nur privat aus, dass du es deiner Familie immer recht machen möchtest und Freunden, sondern auch zum Beispiel die Arbeit von allen äh, Kollegen übernehmen möchtest. Und das ist überhaupt nicht gut, weil wenn die das gewohnt sind, dass du immer alle Arbeit machst, ne? Dann wird das auch weiterhin so bleiben. Ist ja angenehm. Ne? Oder privat äh, gehst du vielleicht ähm, ja, in den Kinofilm, der dich gar nicht interessiert und du guckst ihn dir nur an, weil deine Freundin ihn so gerne sehen möchte. Vielleicht hast du dich sogar damals für ein Studium entschieden, was du gar nicht mochtest, nur um es deinen Eltern recht zu machen. Und vielleicht machst du manchmal auf der Arbeit wiederum Überstunden, statt äh, pünktlich nach Hause zu gehen, weil du glaubst, dass äh, es an deinem Arbeitsplatz so erwartet wird oder dass dein Chef es von dir so erwartet. Ja, du könntest auch einfach von Herzen Nein sagen. <laughs> In der letzten Folge äh, ging es ja äh, mit der Pia darum, von Herzen Nein zu sagen. Also zum Beispiel, wenn dir jemand äh, kurz vor Feierabend da noch was hinlegt, statt äh, das wieder wie immer zu machen, kannst du auch einfach sagen, so vielen Dank, äh, dass du mir das zumutest, dass ich das heute Abend noch machen kann und mir die Kompetenz zusprichst, das tun zu können. Ich werde mich gerne morgen, wenn ich wieder auf meinem Arbeitsplatz bin, darum kümmern vielleicht kümmerst dich sogar um die aufgaben von anderen anstatt dich um deine zu kümmern die wirklich anstehen also du siehst das thema geht sowohl ins private als auch ins berufliche als auch in äh, wirklich die partnerschaftliche beziehung zum beispiel wenn dein partner irgendwas am abend machen möchte du hast da aber überhaupt gar keine lust drauf und natürlich sollte man jetzt nicht äh, einen anderen dazu zwingen, irgendwas zu tun, aber ich bin immer dafür, dass man gesunde Kompromisse findet und miteinander redet. Ich liebe es zum Beispiel, abends zusammen mit meinem Freund äh, Tennis spielen zu gehen und er ist manchmal ein bisschen äh, gemütlich. Aber Fakt ist, wenn wir Tennis spielen gehen, sind wir beide dann einfach total motiviert und es ist total super. Also, statt irgendwie dann ähm, mich dem zu beugen und abends irgendwie einen blöden, äh, langweiligen Film zu gucken, es gibt natürlich auch sehr schöne Filme und ich mache das auch ab und zu mal gerne, aber ich bin äh, lieber sportlich aktiv und gehe Tennis spielen oder spazieren, finden wir Kompromisse. Und dass wir, dass wir mal einen entspannten Abend machen und mal zusammen Tennis spielen gehen. Oder ich sage halt, hey, dann schau einen Film oder mach was mit deinen Freunden und ich gehe mit Freunden Tennis spielen. Also, wir müssen es nicht immer allen recht machen. Und das ist ein unglaublich großes Thema, wenn ich das mit meinen Klienten im Coaching ausrolle, stecken da ganz oft Themen in der Kindheit dahinter. Und dann kommen wir auch gleich zum Thema, warum du es allen recht machen willst. Ganz oft steckt ein Bedürfnis nach Anerkennung dahinter. Und das haben wir nämlich alle. Das ist ein evolutionäres Überbleibsel, was dafür sorgt, dass wir Angst haben vor Ausgrenzung. Wir wollen in unserer Gemeinschaft akzeptiert werden und anerkannt sein. Deswegen orientieren wir uns in unserem Verhalten an den Erwartungen, die andere an uns stellen. Wir tragen vielleicht sogar spezielle Kleidung. Oder arbeiten in einem Job, den unsere Eltern von uns wollten. Oder machen Dinge, ähm, die in unserem Freundeskreis anerkannt sind. Wir wollen, dass sie uns mögen, dass sie uns lieben. Wir wollen dazugehören. Und <laughs> ja. Fakt ist, wir leben nicht mehr in einer Horde, wo es immer ums Überleben geht. Du darfst jetzt auch deine eigenen Entscheidungen treffen, auf deine Intuition und dein Bauchgefühl hören. Und du wirst nicht gleich ausgegrenzt werden, wenn du deine Meinung sagst oder das tust, was dir wichtig ist. Und es ist so spannend. Dass halt wirklich da ganz tiefe ähm, Kindheitsthemen dahinter liegen. Und es wäre jetzt viel zu komplex, das hier in einer Podcast-Folge zu beleuchten. Ich kann dich wirklich von Herzen einladen. Wenn du merkst, das Thema berührt dich sehr und beschäftigt dich, bin ich als Coach so, so, so gerne für dich da und unterstütze dich dabei, diese alten Wunden zu heilen. Du hast die Möglichkeit, mit mir ein erstes Vorgespräch zu vereinbaren, was wirklich sehr preiswert ist und dir die Möglichkeit gibt, hineinzuspüren, wie ist es denn, mit mir zu arbeiten. Und dann kannst du dich immer noch dafür entscheiden, mit mir wirklich in die Tiefe zu gehen und vier, sechs oder zwölf Monate zusammenzuarbeiten und wirklich dein Leben auf das nächste Level zu heben und es abzugraden. Es ist so. Wahnsinn, was mit meinen Klienten passiert, wenn sie diese dahinterliegenden Themen lösen, auch im Unterbewusstsein lösen, wo das alles ja so stark einfach verankert ist. Ja, die ersten sieben Lebensjahre haben wir alles einfach wie ein Schwamm aufgesaugt, ohne großartig filtern zu können. Und da sind natürlich einfach ganz viele Dinge übergegangen von Autoritätspersonen, Eltern, Schule, Kindergarten, Umfeld die nicht besonders förderlich jetzt vielleicht sind. Vielleicht auch ganz viele gute Dinge und dafür dürfen wir dankbar sein, aber vielleicht auch Dinge, die, ja, die anerzogen worden sind, die du nicht möchtest. Die Gesellschaft hat einen Einfluss auf uns. Viel stärker aber prägt uns unser direktes Umfeld. Das heißt die Menschen, mit denen wir aufgewachsen sind, unsere Eltern zum Beispiel. Als kleine Kinder sind wir auf Zuneigung angew angewiesen. Und deswegen tun wir alles, um von ihnen geliebt zu werden und bloß nicht kritisiert zu werden oder irgendwas zu tun, was den Eltern nicht gefällt. Möglicherweise hast du von deinen Eltern früher häufiger gehört, dass du nicht so in den Vordergrund dich stellen sollst, dass du es immer anderen recht machen sollst und dass du anderen Menschen helfen sollst, dass du stets freundlich, lieb, brav, anständig, hilfsbereit sein sollst. Und. Ähm, ja, du hast nicht so sehr gelernt, auf deine inneren, tiefliegenden Überzeugungen, auf deine Intuition zu hören. Und vielleicht sind dir manche Glaubenssätze, die du heute hast, gar nicht so bewusst. Also Glaubenssätze, die ich äh, von meinen äh, Klienten kenne, sind sowas wie, ich bin nicht gut genug oder gar, ich bin nicht genug. Dieser Glaubenssatz ist ein niemals enden wollendes, tiefsaugend schwarzes Loch, was alles einzieht und äh, was du niemals füllen kannst. Wenn du glaubst, dass du nicht gut genug bist, dann kannst du alles tun. Du wirst weiterhin glauben, dass du nicht gut genug bist. Also, wenn du den hast, auf jeden Fall ein Coaching machen und den transformieren in ein Ich bin genug, ich bin wunderbar, ich bin großartig, ich bin liebenswert, etc. Ähm, vielleicht hast du so einen Glaubenssatz wie, ich bin nur liebenswert, wenn ich andere helfe und sie unterstütze oder es gehört sich nicht, die eigenen Interessen voranzustellen oder auch sowas wie, ähm, für Liebe muss ich etwas leisten oder ich muss für die anderen etwas leisten, um anerkannt zu werden. Oder du denkst, dass deine eigenen Bedürfnisse nicht so wichtig sind. Du hörst sie nicht mal, vielleicht bist du dir nicht mal deiner Bedürfnisse wirklich bewusst. Wenn ich Klienten im Coaching frage, was sind denn deine Bedürfnisse, das ist es erstmal so, oft könnten sie wahrscheinlich besser sagen, was für die anderen wichtig und richtig ist, als über ihre eigenen Bedürfnisse zu sprechen. Und danach richtest du dich heute noch wenn du solche Glaubenssätze hast, die ganz tief drinnen liegen. Du glaubst, dass andere dich nur mögen, wenn du ihnen ihre Wünsche von den Augen abliest und ja, das machst und sagst, was sie angeblich von dir wollen. Aber du weißt ja gar nicht mal, ob sie das wirklich wirklich wollen. Weil meistens machen wir uns da einfach viel zu viele Gedanken. Du glaubst, dass dein Partner nur mit dir zusammen ist, wenn du immer nach seiner Pfeife tanzt. Du glaubst nur eine gute Mutter zu sein, wenn du dich für deine Kinder vollkommen aufopferst. Ich habe auch oft Mütter hier bei mir in der Praxis, die alles machen für ihre Kinder und sich vollkommen vergessen, weil sie glauben dann eine gute Mutter zu sein. Aber eine gute Mutter. Ist in erster Linie auch einfach gesund und kümmert sich gut um sich selbst. Weil was dein Kind auf gar keinen Fall möchte, ist, dass es der Mama schlecht geht. Und wenn die Mama sich aufopfert und sich zum Opfer macht, tja, dann geht es ihr nicht gut. Und das möchte dein Kind auf gar keinen Fall. Also, sobald dein Kind kein Säugling mehr ist, solltest du auf jeden Fall dich auch an Nummer eins stellen und damit machst du dein Kind auch ganz großartig und es wird auch einfach von dir lernen, wie wichtig Selbstachtung ist und wie wichtig das Einhalten und Pflegen der eigenen Bedürfnisse ist. Also einfach auch Ganz, ganz wichtiges Thema, dich nicht für andere aufzuopfern. Und oft wissen es ja, die anderen auch gar nicht so äh, zu schätzen. Ja, gerade beim Beispiel Kinder. Kinder merken das nicht, wie sehr du dich aufopferst. Vor allem nicht jetzt so in den ersten äh, paar Lebensjahren. So, das wird ihnen vielleicht irgendwie bewusst, wenn die dann mal 18, 19, 20 sind oder so, dass die Mama da ganz schön viel für sie tut. Aber ja, so ganz früh ist es denen ja noch gar nicht äh, bewusst und vielleicht nehmen sie das dann auch so als äh, selbstverständlich. Und es wäre genauso selbstverständlich für sie, wenn die Mama sagen würde, einmal am Tag nehme ich mir Zeit für mich und sie würden gleichzeitig damit lernen, dass es wichtig ist, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und sein Selbstwertgefühl zu pflegen. Weil ein dritter Grund, warum wir uns... Aufopfern entsteht eigentlich aus den zwei vorangegangenen, weil du ein zu niedriges Selbstwertgefühl hast. Kaum eine Baustelle im Erwachsenenalter, die nicht nur durch ein Problem gefördert wird, ein Problem, was so, ja, so zentral ist, und zwar ein niedriges Selbstwertgefühl. Wenn du meinst, dass du nicht liebenswürdig und nicht wertvoll genug bist, wirst du umso mehr deine Bedürfnisse vernachlässigen. Du denkst, dass andere wichtiger sind und demnach musst du dich erst um sie kümmern. Mit einem negativen Bild von dir selbst ist dir die Anerkennung anderer noch wichtiger, weshalb du ständig versuchst, es allen recht zu machen. Und äh, ja, deswegen ist es so unglaublich wichtig, dein Selbstwertgefühl zu stärken und dich als selbstwertvoll wahrzunehmen. Und deswegen ist es auch so ein zentraler Punkt in meinen Coaching-Sitzungen, das Selbstwertgefühl zu stärken, dein Selbst zu stärken. Ein weiterer Grund ist, weil es in deiner Persönlichkeit ähm, ja regelrecht so angelegt ist. Auch deine Persönlichkeit kann dein Verhalten, es allen recht machen zu wollen, verstärken. Ähm, du kennst ja vielleicht die äh, Big Five der Persönlichkeit, also die Hauptdimension der Persönlichkeit. Und da gibt es den einen Faktor Verträglichkeit. Er beschreibt, wie freundlich, hilfsbereit, rücksichtsvoll und kooperativ man von seiner Persönlichkeit her ist. Je stärker dieser Faktor in deiner Persönlichkeit veranlagt ist, umso größer natürlich dein Bedürfnis ist, allen recht machen zu wollen. Und vielleicht fragst du dich gerade auch, ob das denn so verkehrt ist, freundlich und hilfsbereit zu sein. Es wäre doch eine ganz wundervolle Eigenschaft, wenn wir es nicht so übertreiben wollen. Natürlich ist es eine tolle Eigenschaft, verträglich zu sein. Aber wenn es einfach. Ja, äh, überhand gewinnt und du einfach nur noch verträglich bist und aber gar nicht mehr verträglich mit dir selbst, dann äh, kippt halt irgendwann diese Balance, diese Waage kippt halt irgendwann zu stark zur einen Seite. Und du darfst schauen, dass es in einer gesunden Balance bleibt, weil natürlich leben wir in einer Gemeinschaft, in der wir darauf angewiesen sind, mit anderen zurechtzukommen, sowohl auf der Arbeit als auch privat. Kleine Gefälligkeiten sind ja auch was total Tolles für die Freundschaft und was total Schönes. Und in jeder Partnerschaft, wie ich das gerade auch schon erzählt hatte, wie es bei mir auch manchmal ist mit der Abendgestaltung zum Beispiel, es sind Kompromisse nötig und die sind auch gut. Und manchmal ist es auch auf der Arbeit mal gut nachzugeben, als jetzt immer nur seine Meinung durchsetzen zu wollen. Aber wenn du halt immer der ähm, Meinung anderer folgst und immer dir was ähm, kommandieren lässt, dann gewöhnen sich die Leute um dich herum daran, dass du ja immer alles tust und innerlich weiß ich, dass es dir überhaupt nicht passt. Ich denke gerade an eine Klientin von mir, die es jahrelang allen auf der Arbeit recht gemacht hat und irgendwann einfach so krass wütend geworden ist. Sie hat halt einfach diesen ganzen Frust in sich reingefressen und war innerlich so unglaublich. Unglücklich darüber und diese ganze Wut hat sie nach innen gekehrt und das hat sie krank gemacht. Und als wir dann dieses Thema uns angeschaut und gelöst haben, da kam auf einmal diese ganze Wut und diese Trauer hoch und sie hat endlich angefangen zu sagen, nein, stopp, ich will das nicht. Hier ist eine Grenze und die überschreitest du gerade ganz deutlich. Und sie hat angefangen, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Und äh, ja, auch auf der Arbeit dann Hilfe einzufordern und zu sagen, das ist hier zu viel, ich brauche äh, weitere Unterstützung am Arbeitsplatz. Und ich sehe das auch bei Klienten von mir, die angestellt sind, die Hilfe fordern, dann passiert auch etwas. Wenn du im Unternehmen einfach immer missrennst und immer das tust, was äh, nur von dir verlangt wird, es wird dir ja auch immer mehr an Aufgaben gegeben. Also, es ist ja ganz selten, dass es dann irgendwie so äh, alles weniger wird. Ja, die To-Do-Liste, das ist ja nie enden wollend. Ne? Wenn die sehen, du, du kommst damit nach und du machst immer alles, dann kommt ja äh, immer noch mehr. Und deswegen ist es so wichtig, einfach auch mal Stopp zu sagen oder zu sagen: Also, die Aufgaben, die momentan anfallen, sind für eine Position zu wenig. Ich bräuchte da noch einen Kollegen, noch mehr Unterstützung. Fakt ist, es kostet dich einfach eine Menge, es allen recht machen zu wollen. Wir schaden uns selbst mit sowas. Wir schaden unserer Gesundheit und wir schaden unserer Beziehung, unserer Beziehung auch vor allem zu uns selbst. Schauen wir uns mal die Folgen an, was es dich kostet, wenn du andere immer in den Vordergrund stellst. Zum einen erschöpfst du dich selbst. Wenn du immer dich um die Bedürfnisse anderer kümmerst, kommen deine ganz klar zu kurz. Vielleicht gönnst du dir auch zu wenig Pausen und das Ganze kostet dir Energie und auch Freude. Du lebst vielleicht auch manchmal gewisse Emotionen gar nicht so aus, wie du möchtest, weil du es ja anderen recht machen möchtest. Und während du dich dafür andere aufopferst, fällst du selbst hinten unter. Du erschöpfst dich. Irgendwann kann dein Körper nicht mehr. Irgendwann will deine Seele das Pensum einfach nicht mehr weiter leisten. Und dann fängt dein Körper oder dein Geist an zu streiken. Und Folgen können psychische und körperliche Erkrankungen sein, wie Burnout, Depression, völlige Erschöpfung. Der Akku ist dann irgendwann einfach leer. Der möchte wieder aufgetankt werden und sei dir bewusst, dass wenn es soweit ist, dass du dein Akku so leer gemacht hast, dass es einfach sehr lange dauert, den wieder aufzuladen. Und deswegen rate ich meinen Coaching-Klienten immer, achte auf deine Energie, achte darauf, wie voll ist dein Akku momentan. Allen recht machen können, denn all die Menschen in deinem Umfeld haben verschiedene Erwartungen. Fährst du die Kinder zum Sport, sind sie glücklich, aber äh, vielleicht ist deine Freundin sauer, weil du, äh, weil du ihr wieder abgesagt hast und sie wieder keine Zeit für dich hat. Und ja, wenn du vielleicht einen ganz anderen äh, Job ähm, nimmst, ist vielleicht deine Mutter damit zufrieden, aber dein Vater ist nicht damit zufrieden. Und ja, vielleicht nimmst du ein Angebot an, du musst aber ein anderes ablehnen, weil du einfach ja nicht alles machen kannst. Du tust ja schon alles, um andere zufrieden zu stellen. Und vielleicht lassen sie trotzdem Ihren Unmut an dir aus, weil du es zulässt. Ja, bitte geh raus aus dieser Opferrolle. Du lässt es zu, dass Menschen so mit dir umgehen. Wenn du sagst, nein, stopp, ich möchte das nicht, es ist jetzt hier genug, ja, dann machst du deutlich, dass da gerade eine Grenze gekommen ist und du möchtest nicht, dass da drüber gegangen wird. ich habe dazu auch eine Folge gemacht: Grenzen setzen und einhalten. Ganz wichtig ist, das sage ich da in der Folge auch noch mal ganz äh, genau deine Grenzen zu kennen, die klar zu kommunizieren und die auch einzuhalten. Und was es dich natürlich auch kostet, wenn du zu viel für andere da ist, ist, dass du ein negatives Selbstbild äh, mit der Dauer äh, von dir bekommst. Ich meine, wie ist es für dich zu wissen, dass deine Bedürfnisse an letzter Stelle sind. Fühlt sich das wirklich gut an? Wie fühlt es sich an, immer Ja zu sagen, obwohl du am liebsten Nein brüllen würdest? Wie fühlt es sich für dich an, gute Miene zu bösem Spiel zu machen? Wie fühlt es sich an, nicht wirklich deine Gefühle und Bedürfnisse zu kommunizieren? Was macht es mit dir, ständig für andere da zu sein? aber dich selbst überhaupt nicht ernst zu nehmen, selbst nicht deine Bedürfnisse zu erfüllen. Welche Konsequenzen hat es, mittelfristig, langfristig deine Wünsche und Ziele nicht wirklich ernst zu nehmen? Welche Konsequenzen hat es, wenn du deine Bedürfnisse nicht ernst nimmst, wenn du deinen Wünschen nicht genug Beachtung schenkst? Es fühlt sich für niemanden gut an, stets so ein Schlusslicht zu sein und sich in den Hintergrund zu stellen. Jedes Mal, wenn es dir nicht gelingt, Nein zu sagen, jedes Mal, wenn du dich für andere verbiegst, verlierst du ein Stückchen Selbstachtung. Schließlich zeigst du dir immer wieder, dass die anderen wichtiger sind und dass du es nicht bist. Und wahrscheinlich wird es auch dazu führen, dass du so einen gewissen Selbstrespekt verlierst und den Respekt von anderen auch, weil die dich dann auch nicht respektieren. Grundsätzlich ist es einfach keine gesunde und auch keine erfüllende Lebensstrategie, dich für andere aufzuopfern. Es führt nur zu Unzufriedenheit und zu innerem Leid. Es macht dich auch nicht zu einem besseren Menschen, dich für andere aufzuopfern. Und dabei selbst jedes Mal zu kurz zu kommen. Es ist kein Zeichen von Nächstenliebe, sondern von fehlender Selbstfürsorge. Es ist wirklich deine Aufgabe, für dich zu sorgen. Selbstfürsorge ist auch so ein zentrales Thema in meinem Coaching immer wieder. Meine Klienten kriegen immer Happy to lose Aufgaben für ihr Wohlbefinden. Und ich achte darauf, dass sie sich darum auch kümmern dass sie zum Beispiel ähm, ihre tägliche Meditationsübung machen, weil ihnen das gut tut. Ja. Du hast ein gutes Herz und du musst es nicht ständig immer wieder zu Beweis stellen, wie toll du bist und wie aufopfernd. Es ist jetzt an der Zeit, dass du eine gute Selbstfürsorge hast und dass du dich selbst respektierst. Wenn es dir manchmal so geht, ist es wichtig zu erkennen, dass du wichtig bist. Du bist ebenso wichtig wie deine Mitmenschen. Und daher hast du den gleichen Respekt und die gleiche Liebe verdient, die gleiche Fürsorge, die du anderen immer gibst. Gib dir selbst die Liebe, die du verdienst. Und du verdienst alles Glück und alle Liebe dieser Welt. Und es ist so unglaublich wichtig. Und vielleicht stecken bei dir ja ganz tiefe Themen oder Muster dahinter, die dich aufhalten. Dann kann ich dir sehr ein Coaching ans Herz legen. Und ich habe jetzt noch fünf Tipps für dich, die dir dabei helfen, demnächst auch auf deine eigenen Bedürfnisse zu achten und es nicht mehr nur anderen Menschen recht machen zu wollen. Der erste Tipp ist. Nicht gleich immer Ja mache ich zu sagen. Erstmal, wenn dich jemand fragt, atmest du durch und du spürst hinein, was möchte ich wirklich, wirklich. Möchte ich das jetzt machen oder möchte ich es nicht? Du musst ja auch nicht gleich immer sofort antworten. Und du darfst auch mal sagen, äh, kann ich deine eine Nacht drüber schlafen oder... Ähm, ich habe jetzt gerade den Kopf so voll, ich kann es dir gerade ehrlich einfach nicht sagen. Also einfach wirklich ähm, einfach nichts zu sagen oder ehrlich zu kommunizieren, dass du es gerade ähm, nicht weißt. Und ich kenne das so gut, weil ähm, wenn ich unter vielen Menschen bin und ich werde da was gefragt, ich bin oft ähm, so sehr im Außen durch meine Hochsensibilität, dass ich gar nicht fühlen kann, was will ich denn jetzt gerade. Und deswegen habe ich das einfach so gemacht, dass ich nicht immer gleich, also wenn ich, ich merke das inzwischen, boah, ich bin gerade nicht entscheidungsfähig und dann sage ich, du, gib mir kurz einen Moment Zeit, ich denke drüber nach. Ja, oder bei wirklich äh, wichtigen Sachen, so wie bei einem Jobangebot. Ich kriege immer wieder Jobangebote gemacht, dann nehme ich mir auch manchmal halt einfach einen Monat Zeit und mehrere Gespräche, um sowas zu entscheiden. Und letztendlich entscheide ich mich dann immer wieder für mich, für meine Freiheit und für das, was ich wirklich liebe, weil es mir so wichtig ist und weil ich für mich einfach erkannt habe, dass mir die Möglichkeit, bei schönem Wetter einfach spazieren gehen zu können mittags, oder ähm, zum yoga gehen zu können morgens oder äh, nachmittags zu meiner zumba-klasse gehen zu können ähm, meine klienten ähm, ja unterstützen zu können meine coaching arbeit zu machen weil mir das einfach viel wichtiger ist als jetzt irgendwie zig millionen zu verdienen ähm, und natürlich es in manchen kontexten ist möglich leicht an viel äh, geld zu kommen aber die frage ist was deine werte sind und wir müssen nicht äh, darauf warten ähm, glücklich zu sein bis wir reich sind oder bis wir dies das oder jenes haben oder erreicht haben sondern jetzt ist die zeit glücklich zu sein es gibt nur jetzt es gibt nur jetzt diesen einen moment und jetzt ist alles da was du brauchst um glücklich zu sein jetzt in diesem moment jetzt gibt es keine probleme jetzt geht es dir gut jetzt hast du alles Jetzt ist alles da. Also warte nicht darauf, irgendwann glücklich zu sein, sondern sei es jetzt. Löse die Themen, heile alles in der Vergangenheit, was dich immer wieder zurückhält, was dich zurückzieht, was deine Gedanken in Gedankenspiralen bringt, was immer wieder deine Gedanken kreisen lässt, wo du immer wieder in der Vergangenheit bist. Löse das, wenn du das nicht allein hinbekommst. Ich helfe dir gerne. Ich bin dafür da. Dich dabei mit Liebe zu unterstützen, diese Muster zu lösen. Es ist möglich. Und dann hör auf, dir ständig, um das morgen, übermorgen, nächstes Jahr und so weiter Gedanken zu machen, sondern lebe im Jetzt. Natürlich ist es toll, Pläne zu machen, aber wie oft müssen wir die über den Haufen werfen, weil doch immer alles wieder anders kommt als geplant? Der zweite Tipp. Mache dir weniger Gedanken um andere. Es ist ihr Leben. Es ist ihre Verantwortung. Unterbreche deine Gedankenkreise rund um diese Themen. Es reicht wirklich. Komme zu dir zurück. Stelle dich endlich auch nach oben auf die Prioritätenliste. Und überleg dir mal ganz ehrlich, wie oft denkst du über die Angelegenheiten von anderen Menschen nach. Der dritte Punkt: Achte auf deine Lebensenergie. Mache deinen Akku nie ganz leer. Überprüfe jeden Tag, wie es dir geht. Wie war dein Tag? Was hat die Energie gezogen? Was hat die Energie gegeben? Stimmt die Balance noch? Wie kannst du immer mehr Dinge in dein Leben einbauen, die dir Energie schenken? Und der vierte Tipp, den ich dir geben will: Achte auf dich und deine Bedürfnisse. Nehme dich ernst und wichtig. Mache deine Gesundheit und dein Wohlbefinden zu Priorität. Es ist sonst niemandem geholfen, wenn es dir schlecht geht, wenn du dich nicht gut fühlst. Und der fünfte Tipp, den ich dir gerne ans Herz legen möchte, ist, alte Themen aus der Vergangenheit aufzuarbeiten und ein Coaching in Anspruch zu nehmen, wenn du fühlst, dass es sich richtig anfühlt. Und ja, wie schon erwähnt, gibt es jetzt die Möglichkeit, ein sehr preiswertes Erstgespräch mit mir zu machen, dass du mal für dich rein spüren kannst, ob es passt zwischen uns beiden, dass ich dir mein Konzept auch in Ruhe vorstellen kann, du mir alle deine Fragen stellen kannst und wir dann schauen ob wir beide zusammenarbeiten wollen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, dich wundervollen Menschen unterstützen zu können, dabei ein glückliches und erfülltes Leben zu leben, deine Ziele zu erreichen und glücklich, selbstwertvoll zu sein. Ich hoffe, dir hat die heutige Seelenschokolade gut getan. Wenn ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Ich liebe es, die Bewertung zu lesen und freue mich immer sehr über eure lieben Worte. Und danke dir ganz herzlich, dass du heute mit dabei warst. Ich wünsche dir heute noch einen ganz wunderschönen Tag. Ja, jetzt kommt ein kleines PS, und zwar mache ich ja zu meinem kleinen neuen Podcast Relaunch ein Gewinnspiel. Du kannst dabei gewinnen mein Online-Glücksseminar im Wert von 99 Euro, zwei Einzelcoachings mit mir im Wert von jeweils 350 Euro und einmal mein viermonatiges Coaching-Paket mit exklusiver Begleitung, um selbstbewusst, glücklich und erfolgreich deine Ziele zu erreichen im Wert von 2400 Euro. Das Ganze läuft bis zum 31.12. Also am Silvestertag werde ich die Gewinner persönlich kontaktieren. Dazu einfach nur diesen Podcast abonnieren. Solltest du das noch nicht gemacht haben, diesen Podcast mit fünf Sternchen bewerten und mir schreiben, was dir bei den, also bei den Bewertungen, was dir da am besten gefällt bei diesem Podcast. Und Mitglied werden in meiner Gruppe Seelenschokolade sensibel, stark und selbstbewusst auf Facebook. Und dann hoffe ich, dass du gewinnst, drück dir die Daumen und werde dich ja vielleicht dann persönlich kennenlernen in einem Einzelcoaching oder vielleicht sogar in meinem viermonatigen exklusiven Begleitungsprogramm, um selbstbewusst und glücklich deine Ziele zu erreichen. Viel Erfolg, du wundervoller Mensch. Und alles Liebe und Gute, deine Julia Colella.